Hallo Freunde der schlechten Unterhaltung, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht es schon, ich mache hier eine Runde Striptease für euch. Ich habe das erste Teil schon an. Es gibt einen ASOS Haul. Ich muss sagen, mein Po gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Oma ist wieder mit einem Schlüssel. Oma, sag hallo zu deiner Community. Hallo, hallo, hallo. So, passt auf, ich zeig's euch. Also, das ist das Kleid. Ich muss sagen, es ist bei mir länger als bei dem Model auf dem Bild. An sich darf es wahrscheinlich gar nicht weiter sitzen, aber das hier, ich glaube, ich müsste es dann halt ohne BH anziehen. Aber ich finde es jetzt auch vom Sitz her gar nicht so schön. Also es sind übrigens nur Kleider und Röcke. Was ich ganz nice finde, ist mein Po. Aber ansonsten gefällt es mir nicht. Ihr seht die Artikelnummern wieder am Ende des Videos, blende ich euch das ein. Das hat hier auch so Knöpfe, die man aber nicht aufknöpfen kann. Hat so einen geriffelten Stoff und ist sehr, sehr schön. Also wirklich so vom Tragegefühl. Aber ich finde, mir steht es einfach nicht. Nächstes Outfit, wir haben hier das T-Shirt, ist ein Basic Oberteil von Hollister. Das habe ich mir schon vor einer Weile gekauft. Der Rock ist von ASOS, der hat hier vorne eine Knopfleiste und hinten eine Knopfleiste, der sieht auch in der Kamera super aus. Der Jeansstoff ist mega leicht, also wirklich so, so schön und angenehm zu tragen. Aber ich weiß nicht, ob ihr es seht, also das muss ich mir jetzt nochmal überlegen, ich habe kein Bügeleisen. Also ich bügele meine Kleidung nicht und das ist, Oma sagt das auch gerade, ne Oma? Ja. Das ist ein Bügelstoff und ich selber bin da unempfindlich, wirklich, aber so würde ich nicht mal rausgehen. Also der ist so geil, ach, weißt du, Oma, den merkst du gar nicht auf der Haut. Meinst du, wenn man den wäscht und hinhängt? Der tut sich nicht hin. Denkst du? Das ist ein Stoff, den man bügeln muss. Und da du bügelfaul bist, ist er nicht für dich. Bin ich bügelfaul, Oma? Ich bügel gar nicht. Guckt, seht ihr das? Wie der... Das ist, ja, genau. Also Freunde, der nächste Rock. Ich bin bis jetzt ganz, ganz begeistert von ASOS. Ich muss sagen, dass ASOS mir Größenvorschläge gemacht hat, weil ich das letzte Mal bei einer Größe 46 bestellt habe, kurz nach meiner Schwangerschaft mit Mathilda. Da waren es ja noch an die 100 Kilo. Und ich dachte mir nur so, Größenvorschlag, diesmal Größe 44 und ich dachte nur so, Schnauze. Ich habe mir jetzt alles in Größe 40 bestellt und ich muss sagen, es war auch gut so. Ich könnte den jetzt natürlich nicht auf Hüfte tragen, aber so muss er ja auch nicht sitzen. Das ist so ein wunderschönes, Gott sei Dank bringt meine Kamera die Farben genauso rüber, wie es sieht wirklich in der Kamera genauso aus. Ihr schimpft manchmal, dass die Farben in meiner Kamera so blass wirken. Die wirken nicht blass. Ich arbeite einfach nur nicht mit Softboxen oder anderem künstlichen Licht. Die Farben sind so, wie sie tatsächlich sind. Man kann sich halt auch Besseres darunter vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, was der Rock kostet, aber der hat eine Bombenqualität. Der ist so schön leicht. Also den, Leute, brauchen wir nicht drüber reden. Den behält Mutti auf jeden Fall. Wunderschöner Rock. Und das Coole ist, ich habe Sandalen, die haben die gleiche Farbe wie der Rock. So, ja. Freunde. Hinten sieht der Rock gut aus. Nächster Rock ist dieser hier mit einem wunderschönen Farbtönchen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da ist hier noch ein bisschen Spielraum, aber man isst ja auch mal, gell? Urlaub finde ich das auch total schön. Und was ich hier auch cool finde, ihr habt hier so einen Gürtel mit dazu quasi, den ihr binden könnt. Ich finde, das hat immer eine ganz coole Optik. Und dadurch könnt ihr den natürlich auch enger machen. Das hier mit der Knopfleiste finde ich cool. Was ich mega finde, sind die Taschen. Ja, und du hast da hinten noch Taschen. Hinten sagt Oma gerade, habe ich auch Taschen. Also der sitzt halt ein bisschen steifer, ne? Ist ein bisschen ein steiferer Stoff, ist so Jeansstoff angelehnt. Aber trotzdem sehr, sehr schön, auch nicht zu kurz. Und ich kann es ja jetzt tragen, weil ich keine Krampfader mehr habe. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gerade freue. Weißt du noch, Oma, letztes Jahr? Da haben wir, das gibt einen Haul von meiner Oma und mir vom letzten Jahr mit Kleidern. Da haben wir immer geguckt, dass das hier so sitzt, die Kleider. Und dieses Jahr kann es auch ein bisschen kürzer sein, gell? Also der, weil es darf natürlich nicht ausarten, Freunde, guckt euch mal die Kiste an. Die ist immer noch voll. Wegen preislich und so, wir gucken mal. Aber von der Optik her perfekt. Leute, der ist auch schön. Der ist von Only, also auch bei ASOS bestellt. Der hat hier unten so eine aufgerissene Optik. Ich muss sagen, ich stehe nicht ganz so auf den Used Look bei Jeans. Also ich mag das nicht, wenn die so extrem zerrissen aussehen. Aber bei Röcken finde ich das doch ganz cool. Ich habe ja überhaupt keine Jeansröcke mehr. Der sieht auch hinten ganz schön aus. Und ich finde den von der Farbe auch so cool. Wie gesagt, ihr seht das genauso, wie er aussieht,
Sieht auch wirklich aus. Ich glaube, ich habe noch andere Jeansröcke bestellt. Wir müssen mal gucken, weil ich kann natürlich nicht alles behalten. Ja, die nächste Bank müssen wir mal gucken. Wir müssen mal gucken, welche Bank mal als nächstes ausräumen. Ich hoffe, Oma, der Alexa wird uns gleich wieder ab und jetzt stehen gleich die Bullen vor der Tür. Den finde ich auch mega schön. Und der Jeansstoff ist auch sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Was ich nicht so schön finde, dass dieser Reißverschluss, oh, man sieht das hier, dass der so breit gemacht ist. Aber das ist jetzt wahrscheinlich... Das hätte hinten sein müssen. Ja, dass das so breit ist, genau. Aber wir gucken mal. Beeilen, es ist ein schönes Teil, aber ich zeige euch mal, wie weit ich meine Beine auseinander machen kann. Also laufen ist denkbar schwierig. Oh Gott, ich kann kaum reden. Es ist ein schwarzer Jeansrock. Von ASOS auch. Aber der ist... Leute... Geh mal raus. Ja, der ist viel zu eng. Aber sehr, sehr schön, falls ihr nach einem basic schwarzen Jeansrock sucht. Sehr, sehr nett gemacht. Aber der ist viel, viel, viel zu eng. So, nächstes Teil ist ein Latzkleid. Ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung ist. Latzrock. Latzrock, glaube ich, ja. Oh, das ist so süß. Haut uns jetzt alle nicht so vom Hocker. Ich weiß nicht, ob es an der Farbe liegt. Ich wollte ja so ein Jeans-Latzkleid, aber da waren eigentlich, ich glaube, da waren alle ausverkauft. Da habe ich keins mehr bekommen. Aber an sich ist es ein schönes Teilchen. Aber ich sage ganz klar, nee, was mir auch nicht gefällt mit den großen Taschen hier. Ich sehe so ein bisschen aus wie so Bauarbeiter. So, weißt du, so hier so schöne Zangen rein, hier in der Schmiesche. Und dann geht's los auf den Bau. Schön mit dem Mettbrodel in der Hand. Nee, ich sage nee. So, Freunde, das ist ein Kleid. Das müsst ihr definitiv, also ihr, was heißt ihr müsst, ihr solltet es ohne BH anziehen, weil die Träger generell so ein bisschen dazu neigen, nach da zu hängen. Oma ist nicht begeistert. Ich finde den Rückenausschnitt, falls ihr das seht, sehr, sehr schön. Da muss ich auch noch mal überlegen. Ja, und das ist von der Nippelalarm. Also das ist jetzt auch wieder so ein schöner Stoff. Das ist ja so ein geriffelter Stoff. Hat hier so ein bisschen einen neckigen Ausschnitt. Das ist ganz cool mit der Farbkombination, weil mir das auch sehr gut steht, gerade wenn ich so ein bisschen gebräunt bin. Das kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, auch mal im Herbst mit einer Strumpfhose. Ja. Na, weil das halt auch so ein bisschen Herbstfarben hat. Ist schön. Ich habe schon zu Omi gesagt, hier gucken wir nach dem Preis. Das ist jetzt zum Beispiel sowas. Für 40 Euro würde ich das nicht nehmen. Aber Oma hat auch gesagt, wenn das 15 Euro kostet und ASOS hat ja manchmal solche Schnäppchen, dann würde ich es mitnehmen. Aber ansonsten, wir schauen mal, gell? Was ich auch schön finde, ist, dass der Rock so ein bisschen ausgestellt ist. Und vor allen Dingen, du kannst es jetzt tragen. Ach Oma, das geht runter wie Öl. Nochmal. Du kannst es jetzt tragen, aber das Teil, was du jetzt hast... Oha, da sehe ich aus wie so eine türkische Göttin. Ah! Also bei dem Model sah das schön aus. Ja, das zeigt dem immer mal wieder schmerzlich auf, dass man im K-Model ist. Nee, wir müssen auch mal ehrlich sein, ich sehe aus wie Elsa in Fett. Ja, also das Schlimmste ist noch nicht mal die Optik. Das fässt sich an wie Schaumstoff. Da Christoph hat gerade den Stoff angefasst und hat so gemacht. Wartet, seht ihr mein Gesicht? Wie eine Matratze. Zum Abgewöhnen. Wie zum Abgewöhnen. Wie eine Matratze, Oma. Ich dachte, das ist leichterer Stoff. Aber was ich sagen muss jetzt mal, man muss ja einem was Positives abgewinnen. Warum sitzt es gut? Wollte ich sagen. Ich könnte das mit diesem Ausschnitt jetzt tragen. Und das hätte ich nämlich nie gedacht. Das ist jetzt für mich das Zeichen, dass ich nochmal nach so schulterfreien Kleidung gucken kann. Denn ich habe jetzt kein BH an. Ich finde aber trotzdem, dass das schön aussieht. Ne? Aber der Stoff, da geht es ja krachen. Jetzt ein Kleid, was so vom Muster her, ich komme mal näher ran, aussieht wie die Schürzen, die meine Oma früher getragen hat. Meine Oma hat auch gesagt, was kommt denn jetzt für Oma-Ding? Meine Oma hat gesagt, wa? Aber ich finde das süß. Ich finde das echt schön. Das ist von... Angezogen sieht es ganz anders. Ja, Oma sagt doch, angezogen ist schön. Das hat hier so leichte Puffärmel. Da kannst du halt auch den BH-Träger, falls du ihn anziehen willst, so ein bisschen dahinter verstecken. Hat ein schönes... macht eine schöne Brust. Unten wieder leicht ausgestellt. Ist dadurch natürlich auch super zu tragen. Gerade wenn du Ausflüge machst im Urlaub oder auch so. Für mich jetzt sind Do-Flipflops an. Also... Ich liebe ja solche Blumenkleider. Bei dem Kleid weiß ich übrigens genau, Christoph würde, wenn ich das anziehe, würde er mich angucken wie, ach du Scheiße, weil der hasst solche Muster, das habt ihr ja schon mitgekriegt, diesen Streublumenmuster, weil ich das einfach mag. Ich finde das einfach schön und dann trage ich das auch. Also ich glaube, das werde ich nehmen. Das finde ich echt schön. Ja, guck mal, das hat sogar solche Oma-Knöpfe.
Geil. Das ist Oma. Ach, das ist Wickeloptik. Oma ist schwer begeistert, ihr seht's schon. Freunde, wir haben hier ein little bit Problemchen und zwar... Das geht nicht. Fast habe ich es zugekriegt, aber auch nur fast. Wir versuchen ja jedem Stück was Positives abzugewinnen. Ich finde die Farbe und das Muster ganz echt ganz süß. Aber der Stoff, das ist so eine Billigseide. Wisst ihr? Also zu 5000% Poly und Ester. Ne, und mal abgesehen davon kriegst du ja auch nicht zu. Oh. Oma hat gerade gesagt, ich sehe aus wie Chantal von der Reeperbahn. Also bücken durfte ich mich mit diesem Teilchen hier nicht. Es ist wunderschön gemacht. Ich finde die Farbe mega schön. Es ist so ein Kurzkleid. Auch da könnt ihr wieder natürlich super das auch im Herbst anziehen mit einer Strumpfhose. Aber ich muss sagen, also ich würde das so anziehen, weil ich finde, ich könnte das auch so tragen mit meinem Bein und alles. Aber du bist mit Kind unterwegs, bückst dich und komplett Hamburg kann dir in den Hals gucken. Ja, die könnte Mandeln begrüßen. Ja, Freunde, es wird wieder besser. Und zwar ein Rock, auch ein Jeansrock in einem Neongelb. Ich muss sagen, da hat die Kamera jetzt ein bisschen Probleme. Es sieht noch leuchtender aus, wie es hier ist. Auch da, den könnte ich mir jetzt cool mit dem weißen Oberteil, schöne meine Supergar-Schuhe dazu oder meine Adidas-Schuhe oder weiße Converse noch besser. Aber auch mit einem schwarzen Oberteil und schwarzen Pumps kannst du sowas halt auch immer aufwerten. Ich weiß das noch, weil ich früher, Oma, ich habe es schon in der Community gesagt, bevor ich die Krampfwarte hatte, ich hatte doch nur Röcke an. Ja. Wo ich weggegangen bin, also wo wir in die Disse gegangen sind, Bianca, vielleicht guckst du zu, ich hatte nur Röcke oder Kleider an, immer. Und das ist halt jetzt verloren gegangen. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ich sie kombiniert habe. Und Oma sagt, oh Gott, wenn ich noch ein bisschen brauner bin. Also ich glaube, den behalte ich. Ich finde die Farbe auch echt schön. Ich finde auch Neongelb... Oh, ist der... Ich finde auch Neongelb ist mit die schönste Neonfarbe. So Neonpink oder Orange. Orange hat halt immer was von Bauarbeiter, ne? Aber das ist cool. Von dem blauen Jeansrock, der so geknittert hat, verabschieden wir uns gerade, gell, Omi? Ja. Nee, nicht den! Das ist doch nicht der knittrige Oma. Ach, nimm. Den. Mein Mach Gott. Schon. Also, ich sag nicht. Freunde, die Farbe, ist das ein schönes, was sagt man der? Ist das ein Rostbraun? Rostrot. Rostrot, genau, das hat so einen rötlichen, passt natürlich auch super gut zu meiner Haarfarbe. Brauchen wir nicht drüber reden. Ist Blessé, hat auch, und das finde ich bei dem Rosé übrigens auch, bei dem anderen Rock, die haben einen Unterrock, bedeutet, die sind nicht durchsichtig. Auch wenn mich das jetzt nicht stören würde, weil man zieht ja eine Schlupper an. Aber, bei allen, die Mutti kriegt keine Luft, also beintechnisch super, Farbe ist ein Traumrock, hätte ich jetzt nicht schon so viele zur Auswahl, würde ich mir den nochmal größer bestellen, um das ganze Elend mal zu zeigen. Look at these, ja, look at these. So eine Bestellung hatten wir erstmal von der Menge noch nie, war Oma, und auch von der Erfolgsquote, weil den finde ich auch super, super geil. Das ist jetzt, ihr seht das schon, ihr seht mein Bauchknobbel, das ist jetzt kein Rock, den ihr auf Teil jetzt zieht, weil der ist weit geschnitten. Ich glaube, das ist eine 40. Und deshalb kann ich den in der Taille nicht lassen, weil er runterrutscht. Aber er wäre mir in der Taille auch zu kurz. Was ich hier geil finde, ist die Farbe. Ich glaube, den finde ich von der Farbe her noch besser als den anderen. Aber da muss ich mal gucken. Aber den finde ich auch sehr, sehr, sehr cool und sehr lässig. Auch einfach mit ein paar Flipflops. Bist du fertig? Vielleicht wollt ihr die Röcke auch von hinten sehen. Ihr könnt sie euch ja auch online angucken. Der Po ist wunderschön. Po ist wunderschön. Geiler Rock. Der Rock passt perfekt. Ist schwarzer Jeansrock. Habe ich ja nur noch gar keinen. Der ist sehr, sehr, sehr dick und sehr, sehr straff. Also da hast du wirklich null Bewegung drin. Der ist wirklich richtig dick und deshalb würde ich den nicht nehmen. Klar kannst du den auch wieder sagen, ziehst den im Herbst an. Aber wer weiß, was ich im Herbst wieder für eine Größe habe, weißt du, da brauchst du dann vielleicht unter 46. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Deshalb würde ich den jetzt nicht nehmen. Also ich würde den jetzt im Sommer würde ich den nicht anziehen. Von daher ist es Quatsch. Deshalb geht er zurück. Aber er ist wunderschön. Ich finde ihn furchtbar. Oma sagt, Farbe ist schön, er müsste nur gebügelt werden, da haben wir das Problem. Was natürlich richtig cool ist, Oma, look at these, Oma. Ich hab's schon gesehen. Der hat Taschen, das ist natürlich wunderbar, was ich auch sagen muss, ey, wirklich krass. ASOS baut überall Unterröcke ein, ich glaube, das macht H&M nicht. Weil die Mutti hat sich schon so oft bei H&M Röcke bestellt und die waren immer durchsichtig. Das habt ihr hier nicht.
Aber das ist ein Rock. Du kannst dich nicht damit anfreunden, aber er ist, wenn sowas gefällt, wunderschön. Ja, aber ich finde halt auch, dass die Farbe mir nicht steht. Das wäre eine Farbe gewesen, Oma, wo ich blond war. So, Freunde, wenn ihr euer Kind taufen lassen wollt oder heiraten wollt, in nomine Patri et Spirito Sancte. Was ich mir hierbei gedacht habe, ey, guckt euch das mal an. Erstens ist es viel zu weit, oder wie? In nomine so dolamine, salamine so lula. Oma, das gefällt mir so gut, dass ich es behalte. Ja. Du behältst das gleich nicht, das Schicksperr's ähnlich zeigt. Spur. So. Also, der Plan war Jeanskleid, Freunde. Ich krieg's nur bis hierher zu, weil dann hört's auf. Das sprengt's alles. Aber die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Aber ich glaube, egal wie groß ich das jetzt bestelle, ey, Leute, das ist so kurz. Durch das mal an. Aber Oma, wie gut würde mir ein Jeanskleid stehen? Dir würde das sehr gut stehen. Wir fahren morgen mal nach Buxtehude. Ich guck mal, ob ich Jeans. Ich hätte so gerne. Aber Leute, das wird nicht. Das ist hier. Aber weißt du, Oma, wie viele Influencer das jetzt so tragen würden? Ja, also das kannst du doch nicht so tragen. Ey, weißt du, wie viele so Fotos hochladen und so in Hamburg auch rumrennen, Oma? Ja, also das finde ich ordinär. Wir sind jetzt uns sicher, Asos wird mich in den Ruin treiben und ich werde dort definitiv öfter bestellen, weil Oma und auch ich sind sehr, sehr enttäuscht von H&M. Also muss man wirklich sagen, gerade meine Oma, wie lange bist du Kunde? Seit 20 Jahren. Oh. Und Oma kann jetzt nicht mehr bestellen. Ich glaube, ich hatte das schon mal auf Instagram gesagt. Das tat mir Oma so leid. Die hat für mich bestellt, schon bei H&M als Jugendliche, für meinen Bruder und jetzt auch für Mathilda. Und man kann nicht mehr telefonisch bestellen. Es gibt aber eben auch Leute, die kein Internet nutzen und auch nicht nutzen möchten. Nee. Und jetzt ist es für Oma nicht mehr möglich. Und ich wollte letztens bestellen, das hatte ich euch noch nicht erzählt. Ich hatte einen Warenkorb voll, mindestens genauso viel Klamotten wie hier. Und wollte meine Bestellung abschließen und dann kannst du nur noch mit Kreditkarte und PayPal bezahlen. Und ich bin genauso schon ewig lange Kunde bei H&M und ihr seht ja auch meine Hauls, also ich habe auch schon viel Geld bei H&M gelassen. Scheiße, eigentlich müsste man das jetzt komplett stehen und liegen lassen. Falls das ist der Rock, die Farbe ist, ja, ich liebe die Kamera, wobei sie ist noch ein bisschen dunkler, noch ein bisschen kräftiger. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, der Stoff glänzt so, er fühlt sich an wie Wildleder, ist es natürlich nicht. Und ich finde die Farbe mega cool. Huch. Und den Rock will ich auf jeden Fall behalten, schon alleine wegen dem Stoff. Und das finde ich ist auch wieder eine Farbe mit einem schwarzen Oberteil und einer Leggings. Kannst du den im Herbst auch tragen, mit Stiefeln dazu. Läuft. Wie lange stehen wir jetzt hier, Oma? Ja, 5 Minuten. Die lässt manchmal einfach sprechen. Also wunderschöne, ich kann schon nicht mehr stehen, wunderschöne Farbe. Passt perfekt, aber Leute, ich kann es einfach nicht alles nehmen. Das ist, ich werde auf jeden Fall im Herbst wieder bei Asos bestellen. Das ist ein Kurtrock und den, leider sieht er jetzt hier schwarz aus, aber er ist rot, ihr seht das, er ist rot. Dunkler, als er jetzt rüberkommt, aber das ist für mich jetzt kein Sommerrock. Nee. Ja, aber er passt wieder perfekt. Stoffrock, das ist jetzt mal kein Jeansrock, hier mit Knöpfen, ihr seht ihr die Farbe auch wieder perfekt und mit so einem Lochmuster. Das ist Gummizug, das bedeutet, der passt natürlich super, ist bequem, aber was mir hier nicht gefällt, ist, guckt euch den mal von der Seite an, da hast du halt immer den Bauch, die Jeans, die packt es halt alles schön ein, das ist natürlich im Sommer super angenehm zu tragen, aber das ist jetzt kein Rock, wo ich sage, ich bin mir sicher, ich werde mir noch Röcke mit Gummizug holen, ich meine, das macht auch Lidl und Aldi ab und zu, weil das ist einfach bequem, jetzt auch so für zu Hause, aber das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt von Asos bestellen, weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht hatte. Ich führe euch jetzt mal die erste Liste runter und ihr haltet das Video an und dann könnt ihr euch die Artikelnummern aufschreiben. Noch einmal weiter und das sind die restlichen Artikelnummern. Harter Arbeit haben wir diese Kiste geschafft. Also ich muss sagen, das ist die erste Bestellung in meinem Leben, wo ich mehr behalten möchte, als was ich zurückschicke, was natürlich eine Katastrophe ist, wenn wir das Finanzielle betrachten, was aber natürlich auch für Asos spricht,
ganz tolle Passform, muss ich wirklich sagen. Und ich hatte auch bei allen Größen das Gefühl, dass eine 40 bzw. eine 42 auch eine meinen Vorstellungen von einer 40 oder 42 entspricht. Also ich meine, ich lege da jetzt keinen Wert drauf. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich eine XXL trage. Stellt man sich ja irgendwo eine XXL und passt trotzdem nicht rein, auch wenn man in einem anderen Laden eine M trägt, war Oma? Ja. Und das ist einfach blöd, weil man sich halt noch nichts richten kann. Hey, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich für bei meiner Oma. Ja, für ihre harte Arbeit. Aber es ist mit Oma einfach immer schön, wenn man halt nochmal jemanden hat, der auch ehrlich ist. Und Oma ist ehrlich, die sagt sofort, wenn was nicht. Die ist manchmal zu ehrlich. Ihr werdet die Outfits auch alle noch getragen sehen. Macht's gut, meine Hasileins. Danke fürs Zusehen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüssilein und Knutschilein.